Willkommen zurück zu Yoshi's Story. Fragt mich nicht, was hier im Weltenauswahlbildschirm los ist. Gehen wir lieber schnell in den ersten Level Himmelstour. In Kapitel 3 von 6, also haben wir heute das zweite Drittel des Spiels. Ja, und der dritte Yoshi in Yoshi's Island ist standardsgemäß der hellblaue. Passt ja auch zum Himmelsblau, oder nicht? Okay. Ja gut, da ist jetzt der Boden ein bisschen wollig wieder, ne? Auch die Hintergründe, das ist ein bisschen Woody World-mäßig. Yoshi's Story hat viele Elemente diesbezüglich, glaube ich. Schlangenritt. Hüpfe auf den Lakrotzos herum und sie ändern die Richtung. Lakrotzos? Krasser Name, mein Dude. Kollege. Okay, ich krieg mit Ach und Krach noch die Münzen, herrlich. Die krieg ich nicht mehr. Ist aber auch egal. Das ist jetzt halt ein bisschen ein komischer Level, weil du nicht die ganze Zeit sehen kannst, was ist genau oben, was ist genau unten. Eigentlich muss man jede Ecke exakt finden, wenn du so willst. Ach, der dreht sich um, ne? Ja, so kann man das bezeichnen. Wie immer ist es unsere Aufgabe, 30 Früchte einzusammeln. Und genau das machen wir. Im zweiten Run müssen wir immer mindestens ein Herz dazu sammeln. Im dritten Run mindestens zwei Herzen. Runterfallen ist sowieso ein bisschen blöd. Und im vierten Run in den schwersten Level müssen wir immer alle drei Herzen finden. Ich glaube, das ist ein Kompromiss, auf den ich mich mit euch einigen kann. Da schon im ersten Part, trotz Erklärungsgeschwafel, zwei Level drin waren, würde ich einfach mal mir vornehmen, in jedem Part zwei Level zu packen. Das wird dann am Ende auch eine runde Sache, glaube ich. Unabhängig davon, wie lang oder kurz die Parts sind. Zwei Level pro Part. Ende der Geschichte. Ende aus Mickey Mouse. Jetzt habe ich überhaupt keine Eier hierfür. Jetzt schon wieder keine Eier. Pubertäre Witze. Na, wie dem auch sei. Ja. Der erste Dicky-Warp. Hallöchen. Aufstehen. Ich meine, das Spiel hat schon ein paar Ideen, ne? Definitiv ein paar Ideen. Es war auch entwickelt. Oh, Chili ist böse, ne? Hilft uns nicht so sehr. Hütet euch vor Chili. Das steigert nicht die Happiness der Yoshis. Aber nice try, Shy Guy. Nice try, Shy Guy. Irgendwie klingt das beabsichtigt. So. Mal gucken, wo die Vase hinführt. Ach so, das andere Ding, Schlangending nenne ich jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, ein professionellerer Name, als der da stand. Hab ich ganz viele Früchte im Hintergrund. Ich glaube, die kommen jetzt an, ne? Oh shit, bereitet euch vor. Tatsache. Na gut. Ein bisschen Essen bin ich schon bereit, mir körperlichen Schaden zufügen zu lassen. Na gut, bevor jetzt die nächste Armada kommt, mache ich wieder einen Abflug. Wir wollen ja auch was vom Level sehen. Vielleicht könnte man hier sogar die ganze Zeit spawnen, warten, abwarten, gucken. Aber wenn wir sowieso schon so wenig vom Level... Alter, ich kann nichts erkennen! Da hätten die doch ein bisschen Hintergrund machen können, oder? Vielleicht gibt's den normalerweise auch. Drachenritt! Steht böse... Der sieht böse aus, ist aber ein netter... Drache. Reiter. Ein netter Kerl. An der Höhe macht sie mich aus. Ja. Danke, Spiel. Was hat diese Röhre zu bieten? Ganz kurz reinlucken. Schnuffel! Was ist das für eine Blume hier? Hm? Hm? Ich bin eine Biene. Ich sehe Parallelen. Vom Äußerlichen. Gut, dann kümmern wir uns um den netten Kerl. Hallo. Kann's losgehen? Gut. Nur 5 Früchte. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Ich weiß ja, wo es Früchte gibt. Also ein bisschen was vom Level wollen wir dann echt noch sehen. Also komm schon.
Sammle ich mal eine Chili ein. Nee, die bringt nur Verletzung. Und macht er. Okay. Hup. Ah. Die Röhre ist der Lohn, ganz ohne Hohn, schrei ich ins Mikrofon. Ja, meistens sind die vierten Dicky-Warps ja dann auch immer am Ende. Am Ziel quasi. Ach, jetzt sind wir doch wieder hier. Mhm. Let's go again, Traggy. Drachenlord, let's go. Hm? Die Animationen sind aber schon ganz, ganz niedlich. Arr. Bam, bam, bam. Ich drücke einfach gar nichts. Yoshi wins by doing absolutely nothing. Kann ich den jetzt auch beeinflussen? Ich glaube nicht. Durchspringen oder so. Ich dachte erst. Oh. Honigmelonen. Das sind Wassermelonen, aber das andere sind Honigmelonen. Ich bin eine Biene, ich bestäube dich. Ich heiße Marvin. Nein, nicht ganz. Ich heiße Markus. Noch eine Frucht. Ja, und dann seht ihr einfach... Ah, da ist das Ende. Ah, da ist das Ende. Gebt mir noch eine Frucht! Irgendwo, schnell! Verdammt. Aber immerhin haben wir dann so die Gewissheit, sag ich einfach mal. Okay. Sprungknopf, das ist es bei den Dicky-Warps. Und direkt zum zweiten. Ich glaube, da sind noch ein paar Früchte am Start. Aber ihr seht direkt, dass die, ah, du hast doch einen gefressen. Warum zählt er jetzt nicht? Yoshi, tu mir das nicht an! Du hast doch einen bekommen! Wenn ich jetzt alle Früchte verliere, ne? Oh shit, entschuldigt die Grafikbugs. Ich bevorzugte die Aufnahmevariante per Emu. Und jetzt fehlt der Yoshi sogar! Das ist natürlich weniger gut. Grüner, erledigst du das bitte? Hat man nur so viele Extra-Leben? Really? So, merken, du kannst nicht in der Luft... Erzählt das quasi nicht als gegessen, oder was war der Fehler? Ich war mir das Risiko natürlich voll bewusst, aber ich dachte halt, das geht klar. Na dann nochmal los. Besonders hübsch finde ich ihn jetzt nicht. Das war halt die Zeit dieser vorgerenderten Animationen irgendwie. Die auch schon Donkey Kong Country zu einem gewissen Teil hat. Hier ging es auch in der Luft. Ach, keine Ahnung, was gerade falsch war. Ich wurde ja noch so komisch getroffen. Oh, Boss Time! Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Hier kommt das lebendige Popcorn. Hahaha. Schummerwolke? Oder Schimmerwolke? Ich bin so süß! Du kannst mich nicht aufschlecken! Verstehe. Ich kann dich also aufschlecken. Das mache ich aber instant. Na gut, es wird immer agiler. Je kleiner. Was zum... Totale Happiness! Kein Popcorn, eher Zuckerwatte, oder? Yoshi, das schmeckt so gut! Gleich singen sie wieder Nintendo! Jetzt habe ich eine schlechte Punktzahl wegen dem Lebensverlust. Das ist mir ehrlich gesagt relativ wumpe, man bekommt ja nichts dafür, oder? Leiger ist jetzt auch wieder normal, was mich sehr freut. Nintendo! Die Yoshis fanden einen Weg im Reich der Wolken. Eine Abkürzung?
Trotz gähnender Abgründe gingen die mutigen kleinen Yoshis unaufhaltsam ihren Weg. Der Boss Schimmerwolke erwartete sie zum Duell. Zeit für ein Duell! Die Yoshis wurden immer glücklicher. Oh, das ist so nie. Es ist so irgendwie so eine Botschaft. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich dann auch glücklich, weil alle sind glücklich. So, die Tropen, Baumhaus, let's go. Oh, ich habe gar kein Megaherz gefunden. Superherz, ich sag's immer falsch. So, und der vierte Yoshi ist ja immer der Gelbe. In Yoshi's Island gewesen. Ach, das. Ich glaube, hier endete sogar das Let's Test zu Yoshi's Story. In der Tat, ich hab's schon im Let's Test gebracht. Let's Test Nummer 50 müsste es gewesen sein. Und schon hier gab es bei mir in der Tat Probleme, alle Früchte oder genug Früchte einzukassieren. Deswegen sehe ich mich jetzt erstmal vor. Es gibt, glaube ich. Machst dir das Leben extra schwer. Es gibt sehr viele verschiedene Wege, die man hier gehen kann. Also, wir werden es schon hinkriegen. Wenn man sich dahinter klemmt, dann wird es ja was. Keine Frage. Will ich einschlabbern? Gar nicht. Doch so. Dicky Wab Nummer 2. Also das ist immerhin mal keine so langweilige Welt. Das ist, ihr seht's ja, ein klein wenig komplexer. Ich mag nicht zu komplexe Level, aber ich sag mal, die wir bisher hatten, waren dann wirklich ein bisschen sehr basic, oder? Findet ihr nicht? Alle drei. Da ist diese Level doch eine gelungene kleine Abwechslung. Interessanter Soundtrack, auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, Reggae, Jazz? Nein, Jazz nicht. Einfach so, ja, komm mal runter, Mann. Damn it! Da-da-da-da. So, alles gelootet. Wenn ich jetzt unten lang gehe, komme ich woanders raus. Ich kam hier oben her. Ja, ich bin woanders. Das bringt herzlich wenig. Oh shit, man. Ein Apfel, so gebet mir den Apfel. Ein Königreich für einen? Aus dem Weg. Apfel! Oh. Das ist eines der Herzen. Vielleicht muss ich hier in die Röhre rein und weiter rechts in der blauen Röhre wieder raus. Ich komme aus der blauen Röhre raus. Ein bisschen merkwürdig. Gibt's hier irgendwas? Ich hab ein bisschen Angst. Also wenn die Röhrenfarben nichts zu bedeuten haben, dann kann es ja sein, dass uns diese grüne Röhre zu der blauen führt. Ja! Tatsache. Nehme ich gerne mit. Danke dafür. Das ist alles sehr gechillt. Das ist auch sehr angenehm zu Let's Playen, bin ich mal ganz ehrlich. Nicht weiter. Man wollte es ja nur mal probieren. Normalerweise stehen da noch ein Schild, ne? Oh, ein Bienenstock. Ich auch keine schlaue Entscheidung, daran zu gehen. Was habt ihr denn da für Hüpf... wie heißen die? Hüpfstöcke, ne? Wahnsinn, neidisch auf Dagobert Duck. Hilft denen aber herzlich wenig. Wegen dem Pogo-Stock, ihr wisst schon. Oder auf Cranky Kong. Oh. Ach, die Bienen lassen einen sonst nicht durch. Die zeigen nach links, als ob. Oh, jetzt bilden sie eine Faust und schlagen zu. Sei doch mal nicht so gemein. Die Welt ist für uns alle da. Ich darf da echt nicht lang. Wie kann ich mir das... Das war schon gar kein so schlechter Versuch. Das war jetzt keine Absicht, aber... Ja, okay, das geht nicht. Als ob! Das geht auch nicht, ne? Die Ei geht gar nicht dadurch. Hm. Die Ei.
Hab ich gelernt, Deutsch in den Mickey Mouse hast du... Obwohl, das wäre jetzt, wär jetzt gemein gegenüber der Mickey Mouse. Hab ich gekauft Tüte Deutsch. Hat mich gehelft. Sag mal ein paar Tipps hier. Bienennest, wenn du sie zerstörst, werden sie dich angreifen. Sei vorsichtig. Das ist mir schon klar, aber... Man muss sie also austricksen. Irgendwie vorbei, schnell oder... Seid ihr Helden? Ich komm doch daher! Guck mal, die hier müssen doch auch irgendwie... Stampfattacke? Warum sollten die uns nicht lassen? Ihr seid komisch. Aber könnte ich jetzt... Von hier aus kann ich doch das Ei... Warte mal. Naja, können wir uns, glaube ich, sogar noch gönnen. Unschillige Bienen. Definitiv. Komm ich auch nicht dran. Es sei wie es sei, Haferbrei. Lass mich woanders hin. Es gibt noch viel zu erkunden, es gibt noch viel zu sehen. Böse, böse Bienchen. Habe ich auch noch nie gesehen, dass Bienchen sowas machen. Oder kann ich von oben rein? Das wäre natürlich witzig. Komm ich denn wieder raus? Ist auch eine unsichtbare Mauer. Warum? Hä? Ich komme gar nicht mehr zurück? Als ob. Moment. Wahrscheinlich kann ich von der Röhre, wo es das Herz gab, nach oben. Ich kenne mich hier nicht aus, Mann. Ich bin neu hier. Boah, weiß nicht. Eigentlich nicht so. Oder doch geht. Manche Wände sind durchlässig, manche nicht. Notiert. Feuerblumen, die machen mir ein bisschen Angst. Was? Hä? Will ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. So, plündern wir das nächste Baumhaus. Was gibt's hier? Bienen. Das sind Spikes. Böse, böse Spikes. Ich musste gerade überlegen, wo es die zum ersten Mal gab. Super Mario Bros. 3, oder? Ich meine, die waren eine Zeit lang überhaupt nicht vertreten. Aber hier gibt es sie. Spikes. Die Bälle sind hart, ne? Die eiern da eigentlich nur so rum. So. Ich will immer noch 6 Früchte. Wo gibt's die? Kann man das zerstören? Kann man. Sind da potenziell Früchte drin? Eher nicht so. Komme ich jetzt wieder woanders raus? Kam ich von hier her? Nee. Ja, der erste Level, wo es jetzt nicht so, ich sag mal, wo man nicht totgeworfen wird mit Früchten, sondern erstmal ein bisschen suchen muss. Ach, da ist auch ein Herz. Hier waren wir auch noch nicht. Ja, okay, nach reiflicher Überlegung. Wir gucken mal, was hier dran geht. Ich muss wahrscheinlich, um das Herz zu bekommen... Und das würde ich mir zumindest gerne mal mitnehmen, einfach für die Quote, einfach fürs Gewissen. Andererseits... Okay, komm, wir versuchen mal diesen Move auszuführen. Irgendwie hat es ja mit dieser Blume zu tun. Wir können uns dann selbst katapultieren anscheinend. So. So viel habe ich auch gerafft.
Wie ein Abgrund, ey. Da wäre ich echt böse geworden. Ich weiß nicht. Ja, ich probiere mal. Also die Taste, wo man eigentlich schießt, bewirkt das nicht. Auch der B-Knopf nicht. Einfach mal abwarten. Abwarten verwandelt einen auch zurück. Ich weiß nicht, was die wollen. Probieren wir alle Tasten aus. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, welche Taste funktioniert. Das ist ja richtig strange. Der Nintendo 64 hat nicht so viele Tasten. Guck mal, Start. Bringt's nicht. C-Buttons? Das würde mich auch sehr wundern. Okay, jetzt verschwindet. Erzähl doch mal. Ist das ein Blödsinn? An sowas scheitert's. Ich hätte einfach weggehen können, aber... Guck mal, B-Taste nicht. Nach oben oder unten halt nicht. Oder ganz schnell wechseln? Auch nicht. Oh, irgendwas hat's gebracht. Ist sehr interessant. Immer wieder nach unten und dann... Einfach nach unten halten. Ist ja komisch unterwegs. Dann mach ich das von hier aus. Kann man noch ein bisschen quer machen. Also Übung macht den Meister hier, definitiv. Nee, mit quer komme ich gar nicht klar. Das ist die Frage, wenn ich da... in der Luft bin... Ja, passt schon. Dann bin ich ja zufrieden hier. Auf zur letzten Frucht, die wir gesehen haben. Ja, es war schon ein bisschen fürs Gewissen, aber ohne Scheiß. Einfach so durchrushen und nichts machen. Ich meine, das fehlt ja immer noch. In jedem Level gibt es 3 dieser Herzen. Aber ich habe ja nicht gesagt, das machen wir 100%. Das würde auch bedeuten, ja, alle 30 Früchte von derselben Sorte einsammeln und so einen Schmarrn. Nicht mit mir, dafür kenne ich das Spiel einfach. Ich kenne es ja gar nicht. Ich habe jetzt sogar Digivarp Nummer 5 nicht gefunden. Das klingt wie von Digimon. Digivarp. Yoshi. Na denn. Wow! Darmstadt-Fans frohlocken. 1898, ey. Es vor Darmstadt. Lilje, Lilje. Nur der Sportverein. Nur der Sportverein. Okay, sorry. So, das heißt, im nächsten Part gibt es die letzten beiden Level. Dann haben wir das Spiel durch. Ernsthaft. Die Yoshis entdeckten mitten im Urwald ein riesiges Baumhaus. Zum Verständnis, wir spielen es aber 4-mal durch, damit wir alle Level gesehen haben. Die Gabons im luftigen Baumhaus waren mehr als durchgedreht. Sie bewarfen die tapferen Yoshis mit riesigen Eisenkugeln. Gabons? Das sind Spikes! Sind das echt andere Dudes oder nur übersetzungsmäßig? Die Yoshis wurden immer glücklicher. Ich bin auch sehr glücklich, wenn ihr das eine oder andere Like fürs Video da lasst. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Oh, Tiefseeabenteuer. Na, prima, Ballerina. Okay. Daumen hoch oder Daumen runter. Yoshi's Story wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann und ciao.